diese Mundschau. Ich bringe gerne kleine Opfer für einen wohltätigen Zweck. Und mitunter sogar große Opfer, aber das tut jeder andere sicher auch. Ja, und es war wirklich großartig von dir, mir keine großen Vorwürfe zu machen, als ich beschloss, wenn auch nur vorübergehend, wieder bei meinem Vater einzusteigen. Hör zu, Mason, du hast alles prima gemacht. Dein Vater sollte stolz auf dich sein. Ich jedenfalls bin es und ich hoffe, er weiß deine Arbeit auch zu schätzen. Das hoffe ich auch. Aber ich bin nicht gerade böse, dass es vorbei ist. Ich Glücklicher. Du bist die perfekte Ehefrau. Ich lebe für nichts anderes. Ich muss los. Komm nicht zu spät, sonst verpasst du noch, wie ich über den Laufsteg stolpere. Viel Vergnügen. Au! Hallo, Sarita, hier ist Mason. Könnte ich meinen Vater sprechen? Entschuldigen Sie einen Moment. Ja? Ich möchte mit dir reden, Dad. Das ist ja eine ganz besondere Ehre, mein Junge. Es geht ums Geschäft. Du hast doch auf meinen Rat hin dieses Strandgelände von Richards gekauft. Ich bin mir ziemlich sicher, damit haben wir eine wahre Goldmine. Ich würde gern mehr darüber hören, nur bin ich leider im Moment im Gespräch mit Mr. Barkowiat, dem stellvertretenden Kurator von unserem Museum. Also reden wir doch lieber morgen früh darüber. Nein, ich kann unmöglich bis morgen warten. Ich komme gleich bei dir vorbei. Versuch du inzwischen, diesen Mr. Barkowiat loszuwerden. Ich hoffe, es waren gute Nachrichten. Nicht übel, nicht übel. Mein Sohn ist wieder nach Hause gekommen. Wenn man so sagen will. Also, wo waren wir stehen geblieben? Vorerst bei der nächsten Unterbrechung. Entschuldigen Sie mich. Hallo, Sissi. Ich nehme an, Sie sind überrascht. Ich bin selbst überrascht von mir, aber ich möchte mit Ihnen reden, wenn möglich. Ja, wie Sie sehen, ist das im Moment sehr... Oh, kein Problem. Wir bereden die Einzelheiten später. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie so großzügig waren, dieses Gemälde für die Auktion zu spenden. Das wird sicher der Höhepunkt der heutigen Gala. Ich will nur hoffen, das Museum kann alle anderen überbieten. Ich bin sicher, das werden Sie. Madame. Also, bis später und danke, dass Sie das Bild abgeholt haben. Okay, Augusta, was kann ich für Sie tun? Oh je, ich weiß nicht, womit ich beginnen soll. Die Wahrheit ist, ich komme, um einen Gefallen zu erbitten, nicht für mich selbst, für jemand anderen. Wer ist dieser jemand? Es fällt mir schwer, aber am besten sage ich es unumwunden. Es ist Lionel. Es ist mir so peinlich, aber ich habe keine Wahl. Er ist in einer schlimmen finanziellen Lage. Wissen Sie, als er zurückkam aus Singapur, war er so gut wie mittellos. Er würde es nie zugeben, weil er zu stolz ist, aber... Tatsache ist, er braucht einen Job und deswegen kam ich her, um Sie um Ihre Hilfe zu bitten. Treibst du eigentlich immer so viel Aufwand für ein Essen? Ich meine, jemanden entführen und nach Argentinien verschleppen. Ich wollte, dass du es nicht so schnell vergisst. Oh, ich denke, das werde ich bestimmt. Die Frage ist nur, ob ich es dir vergebe. Das wirst du, wenn du versuchst, einfach Spaß dran zu haben. Ich hoffe sehr, dass ich wenigstens so viel Spaß haben werde, wie man es als Geisel eben erwarten kann. Warum immer diese Spitzfindigkeiten? Warum sagst du nicht einfach, dass es dir gefällt, hm? Okay. Ja, es stimmt. Gut. Das Hotel ist wunderschön und diese Suppe ist ganz unglaublich. Es ist alles wunderbar, Robert. Was anderes hätte ich von dir auch nicht erwartet. Es ist blendend. Nur real ist es nicht. Was heißt denn nicht real? Es ist real. Das Flugzeug war real und das hier auch. Sowas passiert nicht im wirklichen Leben. Oh, es geschieht mehr im wirklichen Leben, als du glaubst. Also findest du oder findest du nicht, dass hier zu sein die Reise wert war? Es war die Reise wert. Es war eine gelungene Überraschung. Wie schön. Na, endlich. Auf dieses Lächeln habe ich gewartet. Ich habe es vermisst. Ich würde es gern öfter sehen. Verrückte lächeln den ganzen Tag. Dann lass uns eben verrückt sein. Wie wär's? Ich glaube, du bist verrückt genug für uns beide. Kelly, ich dachte nur, dass... wenn wir weg wären von... allem, was uns normalerweise umgibt... hätten wir beide vielleicht bessere Chancen, uns wieder näher zu kommen.
Hallo Leute, komme ich zu spät zum Essen? Oh, ich sehe, ihr seid jetzt bei der Suppe. Toll, hallo Bobby, hi Kelly. Wie geht's euch? Tja, ein wirklich toller Laden, was? Ich bin überrascht, dass Lionels finanzielle Situation so schlecht ist. Was ist mit der Provision, die er von mir für den De La Sorte erhalten hat? Schulden. Er hatte viele finanzielle Verpflichtungen in den letzten Jahren und wenig Chancen, ihnen nachzukommen. Ich kann es kaum glauben, dass Lionel Lockridge, ein Nachfahre von Barbarossa, Kaiser von Deutschland und von Italien, Gebieter des Heiligen, Römischen Reiches, von Geschäftsleuten am Gängelband gehalten wird. Das ist wie Gulliver im Zwergenland oder der gefesselte Prometheus. Bitte, wir wollen doch nicht abschweifen. Mir ist schon klar, dass Armut nicht sein Stil ist. Was soll ich also tun? Das ist sehr schwierig und sehr riskant, denn sehen Sie, wer weiß, was Lionel täte, wenn er wüsste, dass ich für ihn bettle. Aber ich sagte zu mir, Augusta, vergiss das alles, vergiss deinen Stolz und hilf ihm, wenn du kannst. Und ich dachte, möglicherweise könnten sie ihren Einfluss nutzen, um etwas für ihn zu finden, wozu er Talent hat. Vielleicht über persönliche Kontakte, die sie... Oh Gott, ist das demütigend, nein. Augusta, hören Sie auf, seien Sie unbesorgt. Ich wusste nicht, dass es Lionel so verdammt schlecht geht. Ich habe nicht sofort eine Lösung, aber mir fällt noch was ein. Ich meine, einen Mann, der so viele Talente wie Lionel hat, wird bestimmt irgendjemand gebrauchen können. Oh, ich wäre Ihnen so dankbar, Sissi, wirklich. Sie tun so viel für uns. Nun, ich habe Ihnen noch so manches angetan und nehme an, ich schulde Ihnen. Wir sollten die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Unsere Familien haben es geschafft, die Kluft zwischen uns zu schließen. Ich finde das wirklich erleichternd. Tja, also, Sie werden noch was anderes zu tun haben. Werden Sie in den Club kommen? Ja, ich komme bald rüber. Ja, das ist schon wieder ein Grund, Ihnen zu danken. Naja, wir sehen uns auf der Party und seien Sie unbesorgt. Es wird sich eine Lösung finden. Mason! Hallo, Augusta. Sind Sie mit Julia hier? Nein, sie ist schon vorgegangen. Ich werde ihr aber gleich folgen. Oh, gut, da wird sie sicher froh sein. Entschuldigen Sie mich. Du hast nichts davon erwähnt, dass sie hier ist. War sie ja nicht, als du anriefst. Sie kam, als Barkoviat wegging. Wirklich eigenartig. Was? Sie bat mich um einen Gefallen. Sie sagt, Lionel hat finanzielle Probleme. Ich soll helfen, damit er einen Job kriegt, der seinen Talenten gerecht wird. Craig, was machst du hier? Das ist rein geschäftlich. Ich habe ja ein paar wichtige Papiere, die mein Partner bis morgen früh unterschrieben haben muss. Noch nie was von Faxgeräten gehört? Oh, die sind zu unzuverlässig. Wenn du eine Aufgabe hast, die wichtig ist, erledige sie selbst. Sie bei uns essen, Senior? Das wird leider nicht gehen. Der Herr muss sofort zurück in die Staaten fliegen, um wichtige Papiere abzuliefern. Ich denke, ich werde bei Ihnen essen. Können Sie mir die Karte bringen? Sofort, Senior. Dankeschön. Probier doch die Suppe, sie ist wunderbar. Er wird gar nichts probieren, Kelly. Oh, nun, ich fürchte, ich habe keine Wahl, Bobby. Weißt du, wir sind kurz vor einem Schneesturm gelandet. Sie rechnen mit viel Schnee, so etwa 1-2 Meter. Ein Grund mehr, dich zu beeilen. Also los! Tja, es ist zu spät dazu. Die Maschinen haben für die nächsten 12 Stunden Startverbot. Also werde ich morgen mit dem Faxgerät versuchen. Aber heute Abend sitzen wir, fürchte ich, zusammen fest. Diese Sache kann wirklich Weltklasse werden. Was den Namen angeht, da denke ich an Capwell Shores. Oh, wir können es auch CC Shores nennen, wenn dir das besser gefällt. Das gefällt mir noch weniger. Naja, dann hätten wir noch Club-Oase. Oder wie wär's vielleicht mit Capwell-Oase? Das klingt doch ausgesprochen gut, ne? Wie auch immer, wir brauchen erst einen Namen, wenn es dasteht. Und was dann dasteht, ist eines der großartigsten Küstenerholungsgebiete auf der Welt. So komfortabel wie nur möglich. Der wundervollste Blick der Welt. Sonnenuntergänge, die Berge, kurz gesagt, einfach alles, was sich ein Feriengast überhaupt erträumen kann. Ja, da sehe ich Lagunen mit Gondeln. Ich sehe Gondoliere in den Lagunen. Golfplätze, Tennisplätze, Swimmingpools, Springbrunnen, Wasserfälle. Unser eigenes Paradies. Übrigens auch ein guter Name, aber wie es auch immer heißen wird, ich weiß, es wird eine Goldmine. Und jetzt, wo Robert Barr vom Fenster weg ist, können wir es auch bauen. Na, was hältst du davon, hä? Was ich davon halte? Ich denke, da steckt enorm etwas dahinter. Hast du eine Marktanalyse machen lassen?
Nun, daran wird noch gearbeitet, aber ich bin überzeugt, es gibt einen Markt dafür. Dad, wir machen aus Santa Barbara das Urlaubsparadies. Also ich sehe das alles in weiß. Wie so ein Dorf auf einer griechischen Insel, weißt du? Und abgeschiedene Haciendas, idyllisch gelegene Pools, vielleicht auch Terrassen wie in Las Brisas oder Las Hadas. Ich hab dich noch nie so aufgeregt gesehen. Aufgeregt? Nein, ich bin ekstatisch. Ich meine, überleg mal, Dad, das ist ein Traumprojekt. Ich konnte es kaum erwarten, es dir zu erzählen. Ich habe so viele Ideen, was man daraus alles machen könnte. Du nutzt deine Fantasie für den richtigen Zweck. Was ist das für ein Stück unerschlossenes Land hier? Oh, das ist ein Vogelschutzgebiet. Das ist dieses 15-Hektar-Gebiet. Es wurde witzigerweise gestiftet von einem gewissen Eugene Bird. Aha, das ist direkt nebenan. Und was passiert, wenn die Umweltschützer davon Wind bekommen, dass wir dort eine Ferienanlage bauen wollen? Die kommen doch gleich mit Transparenten oder Waffen oder was weiß ich. Ja, dann werden wir es eben geheim halten müssen. Wie stellst du dir das vor? Wenn wir den Boden aufgraben, wird das nicht zu übersehen sein. Genau deswegen müssen wir alle erforderlichen Genehmigungen haben, bevor die merken, was los ist. Also erzähl mir jetzt nicht, du willst dastehen und in aller Seelenruhe zusehen, wie dieses ganze Land einfach so brach liegt, nur wegen so ein paar fanatischer Umweltschützer. Nein, mein Junge, aber du solltest nicht vergessen, dass deine Frau Julia zufällig im Vorstand einer dieser Umweltgruppen sitzt. Hör zu, überlass Julia nur mir. Sie vertraut mir und sie ist auf meiner Seite. Noch mehr Grund, keine schlafenden Hunde zu wecken. Du kannst mir glauben, ich werde mit meiner Frau schon das klarkommen. Das habe ich irgendwann schon mal gehört. Diesmal ist es anders. Und das habe ich auch schon mal gehört. Ich sag dir was. Ich finde die Sache toll, ganz im Ernst. Arbeite die Pläne aus, stelle die Zahlen zusammen und wir reden darüber, okay? Ich wünschte außerdem, du würdest wieder ganz für mich arbeiten. Dein Büro wartet auf dich, dein Schreibtisch wartet auf dich. Denk mal darüber nach. Danke. Das Angebot freut mich. Ich werde darüber nachdenken. Tu das. Denk gründlich darüber nach. Du hast immense Fähigkeiten, wie das hier ja beweist. Ich gehe jetzt in den Polo-Club. Du kommst ja wohl auch. Ja. Da können wir dann weiterreden. In Ordnung. Die Idee ist toll. Ich finde sie wirklich umwerfend. Was ist denn das hier? Oh, hi. Na ja, das sind ein paar Entwürfe für ein neues großes Erholungsgebiet, das mein Vater und ich in nächster Zeit bauen wollen. Sieht interessant aus. Ja, aber warte erst, bis du es fertig siehst. Ach, deine Idee oder die deines Vaters? Na ja, wenn es was wird, ist es meine. Es ist wunderbar. Dein Vater ist bestimmt sehr stolz auf dich. Cassandra, denkst du nicht auch, es wäre an der Zeit, dass wir endlich damit aufhören, Höflichkeiten auszutauschen und endlich das zur Sprache bringen, was zwischen uns steht? Eine tolle Spende von dir, lauter Monty-Kleider. Ich hoffe, sie verkaufen sich. Ah, ich hab was. Was meinst du? Wie für dich gemacht, das wird toll an dir aussehen. Probier es, na los doch. Ja gut, das nehme ich. Oh, ich bedauere, Julia, aber dieses Kleid ist vergeben. Vergeben? Das habe ich bereits für mich reserviert. Oh, tut mir leid, das wusste ich nicht. Und es ist so, dass die meisten Kleider schon vergeben sind. Wären sie etwas früher hier gewesen, hätten sie natürlich wählen können. Sie lieben dieses Thema, nicht wahr? Es tut mir leid, aber ich habe nichts von irgendwelchen Kleiderreservierungen gewusst. Vielleicht sagen Sie mir ganz einfach, welche Kleider nicht reserviert sind. Okay. Tja, niemand wollte bisher dieses haben. Kann ich irgendwie verstehen. Machen Sie einfach das Beste draus. Keine Sorge, ich werde etwas daraus machen. Ich bin sicher, Sie versuchen es, aber die Konkurrenz ist offenbar stärker, als Sie glauben. Nichts für ungut, aber Sie müssen Ihre Grenzen erkennen. Wissen Sie, wenn jeder dazu fähig wäre, würde der Welt so manche Peinlichkeit erspart bleiben. Finden Sie nicht? Ich sehe Sie auf dem Laufsteg, es sei denn, Sie kriegen kalte Füße. Sekunde. Noch so ein Spruch und ich benutze meine gar nicht so kalten Füße, um mich damit auf ihrem Hinterteil zu verewigen. Lionel? Lionel, wo bist du? Augusta, warum bist du hier anstatt im Museum? Es bahnt sich eine Katastrophe an. Cici lässt eines seiner Bilder versteigern und sicher wird das Museum heute Abend alle anderen Käufer überbieten. Was?
Um Himmels Willen, im Museum werden Sie die Fälschung sofort erkennen. CC wird erfahren, dass ich ihn vor 5 Jahren betrogen habe. Und unser Plan, für die Bilder zu kassieren und mit dem Geld zu verschwinden, zerfällt zunichts. Ja, aber wir müssen noch nicht aufgeben. Ich habe nachgedacht. Möglicherweise hilft es uns. Vielleicht sind die Bilder, die CC hat, gar nicht gefälscht. Ja, und? Wenn er die echten gefunden hat, im Tunnel, und sie vertauscht hat, stehen wir genauso dumm da. Aber so werden wir es erfahren. Und wenn sie nicht gefälscht sind, wissen wir genau, wo die Originale sich befinden. Das ist zu riskant. Ich muss unbedingt verhindern, dass das Bild versteigert wird. Mein Gott, alles bricht zusammen direkt vor meinen Augen. Sie behaupten, Sie haben nicht ein einziges freies Zimmer in diesem Hotel. Wir brauchen es nur für heute Nacht. Sie können meinen Worten durchaus Glauben schenken, Senorita. Das Hotel ist völlig ausgebucht und das bereits seit Monaten. Wir sind aus den Staaten hergeflogen, aus Kalifornien. Und ohne vorher zu reservieren, zu dieser Jahreszeit, ich bitte Sie. Das war schon etwas unüberlegt von Ihnen. Es ist wirklich ein sehr spontaner Entschluss gewesen. Können Sie nicht irgendwas tun? Ich bin untröstlich, Senorita, aber da bin ich leider machtlos. Ich könnte es ja noch in ein paar anderen Hotels versuchen, aber ich fürchte sehr, dass auch die anderen Hotels hier in Bariloche belegt sein werden. Was soll's, trotzdem vielen Dank. Sie sind völlig ausgebucht. Und was jetzt? Irgendwas wird uns schon noch einfallen. Ich hole uns was zu trinken und dann werden wir scharf überlegen. Ich hoffe, du bist zufrieden. Warum gehst du nicht nochmal hin und fragst, ob sie ein Zimmer auf meinen Namen haben? Du hast für uns ein Zimmer reserviert, ja? Hast du dir eingebildet, ich würde die Nacht hier mit dir verbringen? Nein, keineswegs. Ich wollte bloß vorbereitet sein für den Fall, dass das Wetter umschlägt. Du lässt keinen Trick aus, was? Bitte sehr. Robert war so aufmerksam, ein Zimmer für uns zu bestellen und ich werde es nehmen. Ihr zwei könnt zusammen hier unten bleiben und Papiere lesen. Ich bin sicher, ihr habt euch eine Menge zu erzählen. Ein Keks? Hallo. Ich sehe keine Spur von CC. Sieh mal, der Mann da drüben bei Gina. Er hat bei CC das Bild abgeholt. Hat irgendwas mit dem Museum zu tun. Ja, ich sehe. Oh, danke sehr. Danke. Wie ich höre, kommen eine Menge Leute. Sie sind bestimmt zufrieden. Oh ja, wir sind zuversichtlich, dass es rundum ein erfolgreicher Abend wird. Und besonders dankbar sind wir Mr. Kepfel für seine Spende. Die war für unsere Gala ein so prächtiger Auftakt. Nun, eins muss man CC mit Sicherheit lassen. Er spendet gern Geld, wenn es ihm gewisse Vorteile bringt. Oh nein, nein, was er spendet, ist nicht Geld, Mrs. Timmons. Er gab uns ein Gemälde aus seiner Sammlung, um es heute Abend hier zu versteigern. Ein Gemälde? Ja. Was für ein Gemälde? Ah, das ist eine Überraschung. Sie werden es erfahren, wenn es soweit ist. Oh, würden Sie mich bitte entschuldigen, da ist jemand, mit dem ich sprechen muss. Hallo, Leine. Oh, hallo, Gustav. Wie geht's? Gut, danke. Wie es aussieht, wird das ein ziemliches Ereignis. Ja, das dürfte eine Menge Mühe gemacht haben. Nun, wir haben Leute, die machen sowas sogar gern. Ich freue mich, Sie hier zu treffen. Haben Sie etwas Zeit? Ich würde Sie gern sprechen. Aber sicher. Entschuldigen Sie, Augusta. Wissen Sie, Lionel, ich war sehr beeindruckt, wie Sie das mit dem De La Sorte für mich geregelt haben und ich frage mich, ob Sie das nicht permanent für mich machen wollen. Wie darf ich das verstehen? Wenn Sie Lust haben, hätte ich Sie gern als, sagen wir mal, meinen persönlichen Kunstsammler, meinen persönlichen Einkäufer. Sehen Sie, ich habe vor, meine Sammlung zu erweitern und brauche jemanden mit Sachverstand. Jemand, der sich mit Skulpturen und Gemälden gut auskennt. Würde Sie das interessieren? Sie, es wäre mir ein Vergnügen. Danke. Na gut. Wir können noch gleich beginnen. Ich liebäugle mit einem Allendré seit nunmehr bereits 3 Monaten. Und ich kriege ihn einfach nicht. Das macht mich ganz verrückt. Ich will Sie jetzt nicht aufhalten. Rufen Sie mich morgen an und wir bereden dann die ernsthafte Klage. Dem steht nichts im Weg. Gut, ich wünsche Ihnen viel Spaß auf der Party. Danke nochmals. Haben Sie vielen Dank. Dieser Teil des Plans wäre abgehakt. Dank mir. Natürlich danke ich dir. Du hast deine Rolle brillant gespielt. Es war absolut widerlich, ihn anzubetteln. Ja? Aber es war die Sache wert.
Wir sollten nicht in alte Gewohnheiten verfallen, nicht wahr? Nicht wahr, Lionel? Fest steht jedenfalls, wenn sich erweisen sollte, dass die Gemälde gefälscht sind, ist das Spiel sowieso aus. Verzeihen Sie bitte, Mrs. Lockridge, kann ich nun mit Ihnen rechnen oder nicht? Wir möchten anfangen. Nun, ich hatte zugesagt, so viel ich weiß. Vielleicht sollten Sie sich dann fertig machen, nicht? Ja, sicher. Schon beim Anblick dieser Frau tut mir alles weh. Oh, vergiss sie am besten einfach, dann wäre sie nicht Mrs. Harland Richards. Würde niemand auch nur Notiz von ihr nehmen. Sie verdient auch nichts Besseres als diesen Suppenkasper. Also dann, ich sehe dich nach der Modenschau und halte dir inzwischen keinen Ärger auf. Also du hast wirklich eine spitze Zunge. Natürlich. Mason, je mehr ich über dein Projekt nachdenke, desto besser finde ich es. Das freut mich sehr, weil es unter Garantie eine bombensichere Sache ist. Ja, wir müssen aufpassen, diese Umwelt. Leute könnten Schwierigkeiten machen. Überlass diese Einzelheiten mir, ich regle das. Ganz wie du willst. Ladies and Gentlemen, wenn Sie bitte Platz nehmen würden, die Modenschau wird sofort beginnen. Eins muss ich dir lassen, Craig. Dein kleiner Auftritt war fast bühnenreif. Oh, mein Auftritt? Habe ich Kelly nach Argentinien entführt, um sie zu beeindrucken? Nun gut. Du gibst nicht auf, was? Man kann nicht gewinnen, wenn man die Karten einfach weglegt. Ich nehme eine. Ich sollte mich wohl geschmeichelt fühlen, dass du mich so als Bedrohung ansiehst. Ich bin geschmeichelt, dass du bis nach Argentinien vor mir flüchtest. Also gehst du mit? Aber sicher. Ich meinte die Karten. Ja, ich auch. Bobby, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Und das Letzte, was ich erwartet hätte, ist, dass mal eine Frau zwischen uns steht. Und ausgerechnet... Ja, wir haben einiges erlebt und ich kenne dich vermutlich besser als sonst jemand, Craig. Und deswegen weiß ich, falls du wirklich irgendwie das Glück haben solltest, bei Kelly zu landen, wird sie dich bald langweilen, wie es bisher mit jeder Frau in deinem Leben war. Und dann wirst du eben wieder weiterziehen, so ist es doch. 19. 20. Ja, weißt du, wenn dir wirklich an Kelly so viel liegen würde, wie du behauptest, dann würdest du dir eingestehen, dass ich recht habe. Und verschwinden, bevor du ihr wehtust.
Und wenn du nicht selber Teil dieses kleinen Dreiecks wärst, würdest du vielleicht bemerken, dass ich mich verändert habe. Hm. Ich habe gelernt, mich zu öffnen. Du, glaube ich, nicht. Und das wirst du wohl auch nie. Du bist nicht der Mann, den Kelly braucht. Aber du vielleicht. Dann nehme ich jede Wette an. Blackjack. Ganz grandios. Du solltest das beruflich machen. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ich hatte immer Angst, ich falle vom Laufsteg. Nein, du hast Talent. Wir machen das jetzt jedes Jahr. Also, was wolltest du mir sagen? Nur, dass ich dich liebe. Dass ich stolz auf dich bin und dass... Dass ich wohl zu viel an dir rumgekribbelt habe in den letzten Tagen und Wochen und dass ich dir voll und ganz vertraue. Und weil ich das vielleicht in der letzten Zeit nicht so recht gezeigt habe, sag ich's dir jetzt. Danke, Darling. Ich kann gar nicht beschreiben, wie viel mir das bedeutet. Ganz besonders, weil ich dir auch etwas sagen will. Und was? Ich habe mich entschieden, weiter für meinen Vater zu arbeiten. Ich ziehe morgen wieder in mein altes Büro und ich habe meinem Vater gesagt, dass du voll und ganz hinter mir stehst. Tja, jeden Augenblick werden sie jetzt dieses Bild enthüllen und ich werde ein toter Mann sein. Wäre ja nicht neu für dich. Oh. Wer weiß im Übrigen, was sie gespendet hat? Vielleicht irgendeine Neuerwerbung, vielleicht ein Bild ohne jeden Wert. Nein, sowas würde er nicht versteigern lassen. Ich bin da nicht so sicher wie du. Und hör bitte auf, die Hände zu ringen. Das macht mich ganz verrückt. Weißt du, du warst das hübscheste Mädchen da oben. Was hatte ich für weiche Knie? Ja, meinetwegen? Nein, weil ich zu weichen Knien also, tendiere. Sagen, dass dieser Abend bisher doch ein voller Erfolg war. Mal sehen, wie der Hallo. Verkauf war. Sicher gut. Lionel, ich glaube, ich habe Sie noch nicht vorgestellt. Cassandra Benedict, Lionel Lockridge. Hallo, Sie sahen hübsch aus da oben. Danke sehr. Ich dachte erst, ich würde es nicht durchstehen. Ich kenne dieses Gefühl. Verzeihung, Mr. Capwell, es ist Zeit für die Enthüllung. Ich komme. Entschuldigt mich. Danke. Meine Damen und Herren, der Moment ist gekommen, das Kunstwerk zu enthüllen, das Mr. C.C. Capwell so großzügig für die heutige Versteigerung gespendet hat. Mr. Capwell? Mutter, es ist nicht auszuhalten. Jeden Moment werden Sie eins von C.C.'s Bildern enthüllen. Also bitte, das ist nicht... Oh mein Gott, das ist es. Es ist das, was wir gerade ausgetauscht haben. Meine Herren, es tut mir leid, aber das Restaurant schließt jetzt. Ich möchte Sie bitten, Ihr Zimmer aufzusuchen. Wir haben das Zimmer der jungen Dame gegeben und werden die Nacht hier in der Lobby verbringen. In der Lobby? Oh, nein, das ist vollkommen unmöglich. Das verstößt gegen unsere Vorschriften. Ich fürchte, Sie müssen entweder auf Ihr Zimmer gehen oder das Hotel verlassen. Da kommt wirklich ganz schön was runter. Du gehst vor. Ja. Soll ich vielleicht raten? Wir wurden aus der Lobby verjagt. Ja. So verjagt? Habt ihr euch geprügelt? Laut Hotelvorschrift dürfen wir da nicht übernachten, also...
Hoffen wir, dir ist Gesellschaft recht. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.